da steckt so viel drin. Und deswegen können wir auch von ganzem Herzen, wenn wir da eine Offenbarung drüber haben, was der Name des Herrn bedeutet, dann können wir von ganzem Herzen diesen Namen ehrvoll singen. Als Kind haben wir es ja so gemacht, da, also ich zumindest, wenn irgendwas war, irgendwie eine Gefahr oder krank oder Schmerzen, dann habe ich Papa. Und wenn der mich hat schreien hören, dann war er sofort da. Also im Normalfall. Jedes Kind macht es. Tut was weh. Papa, Mama. Und im Psalm 91 steht das Gleiche. Weil er meinen Namen kennt, will ich ihn erretten und befreien. Ihm zeigen mein Heil und ihm sättigen mit langem Leben. Die ganze Apostelgeschichte ist voll vom Namen Jesu. Das ganze Bibel ist eigentlich voll. In meinem Namen werden sie Kranken die Hände auflegen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. In der Apostelgeschichte, da, wenn dann die Zeichen und Wunder passiert sind, dann haben sie nicht gesagt, sie dürfen nicht mehr lehren, sondern sie haben gesagt, wir möchten nicht, dass ihr im Namen Jesu lehrt. Gelehrt haben sie alle. Aber der Name Jesu, es heißt, er hat sich diesen Namen ererbt, weil er durch das alles durchgegangen ist. Er ging ans Kreuz, er hat gelitten, er ging in die Hölle, er ist wieder auferstanden. Und auf dieser Grundlage, und nur auf dieser Grundlage werden die Menschen geheilt. Nicht, weil einer von uns toll beten kann oder irgendwas, sondern weil Jesus Christus am Kreuz die Krankheit besiegt hat. Amen. Weil Jesus Christus am Kreuz zur Sünde wurde. Das ist das ganze Fundament. Und dieser Name wurde der Gemeinde geschenkt. Man könnte auch sagen, als Waffe. Weil alles muss sich unter dem Namen Jesu beugen. Jeder wird seine Knie beugen unter dem Namen von Jesus Christus. Jede Krankheit muss sich beugen, alles muss sich beugen. Ich hab mal eine tolle Geschichte gehört, da waren von einem Vater die Kinder irgendwo in so spirituellen Sitzungen gelandet und die Frau, also das Medium für diese Geister, keine Ahnung, was die da gemacht haben, aber nichts mit dem Namen Jesu und nichts Göttliches. Und dann sind die Kinder da gelandet und der Vater, ein Christ, der ist da dann dazugekommen. Wollte sich das mal anschauen, was die denn da macht. Und er hat immer nur den Namen Jesu proklamiert. Und dann sagt die Frau, also die hat ihn dann gesagt, gebeten zu gehen, weil sie kann nicht arbeiten, weil nichts mehr funktioniert hat. So powerful ist der Name Jesu. Und wenn du einfach mal gerade nicht weißt, wie du beten sollst, oder wenn du in einer Gefahr bist, dann kannst du, anstatt Papa zu schreien, rufst du Jesus.
Wenn wir beten für euch oder untereinander, dann beten wir auch und sagen, im Namen Jesu, Krankheit verschwinde. Im Namen Jesu befehle ich den Dämon zu gehen oder was auch immer. Alles im Namen Jesu. Paulus war sogar so weit, dass er gesagt hat, ich grüße euch im Namen Jesu. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird aus einer Gefahr errettet. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird aus einer Bedrückung errettet. Aus Krankheit, aus allem. Alles drin. Heilung, Befreiung, Erlösung, ewiges Leben. Kenneth Hagin hat es auch mal erzählt, da sind sie irgendwie zu einem im Krankenhaus gegangen, einen Sterbenden, und die wussten gar nicht, wie sie beten sollen. Und die sind da gesessen, die Beter, und haben nur immer wieder Jesus, Jesus, Jesus gesprochen. Und er wurde wieder. Und dann gehen wir mal in den Jakobusbrief. Jakobus 5. Da ist ein Text, ab Vers 14. Ist jemand von euch krank, er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Bekennt einander die Übertretungen, betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen solle. Und es regnete 3 Jahre, 6 Monate nicht im Land. Und er betete wiederum, da gab der Himmel Regen und die Erde brachte Frucht. Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und es führt ihn jemand zur Umkehr, so soll er wissen, wer einen Sünder vom Irrweg und zur Umkehr führt, der wird seine Seele vom Tod erretten und eine Menge Sünden zudecken. Die meiste Zeit, wenn Jesus für jemanden gebetet hat, dann hat er gesagt, dein Glaube hat dich gerettet. Oder dein Glaube hat dich geheilt. Ist ja wurscht, es kann man übersetzen, wie man es will, weil das ist ja ein Wort, so. Dein Glaube hat dich so. Oder lehren wir ja auch immer, wenn einer von uns irgendwas hat, dann bild dich ab im Glauben, dass dein Glaube stark wird. Glaube kommt vom? Ja. Also Glaube kommt nicht vom Lesen, sondern Glaube kommt vom Hören. Und wenn wir jetzt zum Beispiel, ich habe heute früh zugehört auch, wenn da war ja einer da, der war quasi ein Baby, ganz neu geboren, der weiß mit Sicherheit noch nicht alles. Amen. Die ganzen Prinzipien und Danke sagen und beten und was man halt alles so tut als Christ, der weiß das ja alles noch nicht. Und es ist ein Weg, einfach dorthin auch verändert zu werden.
Und es gibt eben die Möglichkeit, den Namen des Herrn anzurufen. Aber manchmal, und das sehe ich auch immer wieder mal, da kannst du beten, was du willst, aber irgendwas geht nicht vorwärts. Und dann denkst du irgendwie, und da muss man aufpassen auch. Der T.L. Osborne hat es so schön auch gesagt. Der hat gesagt, wenn jemand das nicht gleich erfassen kann oder so, dann nicht so, ach, ich habe gebetet, ich bin der Gleiche wie immer, meine Predigt passt und du hast jetzt nicht richtig geglaubt oder nicht richtig empfangen oder so, sondern den weiter erste Klasse behandeln. Und hier in dem Text heißt, ist jemand krank? Und da heißt, ich habe mir mal das Wort rausgeschrieben, also woanders wird auch übersetzt, leidet jemand? Das Wort heißt, oh je, Kako, Kakopatheo. Dann haben wir gedacht, vielleicht haben das die Jugendlichen oder manche von uns Erwachsenen, wo man manchmal sagt, oh Kacke. Vielleicht ist das davon abgeleitet. Aber das darf man ja nicht sagen als Christen. Ne? Nee, wir wollen ja auch unsere Lippen und gereinigt werden. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Also dieses Wort Kakopatheo. Das heißt, ist jemand krank, leidet jemand, hat jemand ein Unglück erlebt, ist ihm was Übles widerfahren, erleidet er Böses, also ist er angegriffen, ist er schwach. Und es heißt ja auch, wir sollen dem Teufel widerstehen, weil er versucht, wen er verschlingen kann. Also er ist ja besiegt, aber er versucht, wen er verschlingen kann. Und in einem Fall, da haben wir gebetet und gebetet und gebetet, aber es hat sich nichts verändert. Und manchmal müssen wir dann wirklich auch aufpassen, dass wir nicht, ne, wer stehe und pass auf, dass er nicht fällt, sondern dass wir weiter einfach Barmherzigkeit den Herrn fragen, was ist denn da los? Und vielleicht ist jemand, ein Christ kann nicht von Dämonen besessen sein, geht nicht. Aber ein Christ kann unterdrückt sein, sagt Jesus immer wieder mal. Eine Tochter Abrahams, die vom Teufel bedrückt wurde. Und wir gehen ja davon aus, dass jetzt zum Beispiel Krankheit nicht von Gott ist. Amen. Also ist da eine Unterdrückung. Und warum auch immer, also da gibt es viele Ursachen, warum gerade jemand leidet, warum gerade jemand krank ist. Es kann eine Unterdrückung sein. Es kann auch was sein, da später in dem Text steht ja auch von Sünde die Rede. Und vielleicht hast du ja dem Herrn deine Sünden bekannt, aber bist in irgendeiner Gebundenheit. Und weiß nicht, wenn schon mal jemand in irgendwas gebunden war, da ist es auch nicht so einfach, von selber rauszukommen. Und wir Christen brauchen jetzt nicht irgendwo so tun, als ob wir irgendwo alles richtig machen und so weiter, sondern wir brauchen Jesus. Wir brauchen Jesus.
egal um was es geht. Es gibt Menschen, die müssen von Pornografie befreit werden. Und wenn du denen zuhörst, dann erzählen sie dir irgendwo, ich schaffe das alleine nicht. Wo jetzt vielleicht einer, der nicht beteiligt ist damit, wo sich denkt, ja, dann schalt doch dein Computer aus oder so. Ja. Aber die Leute berichten dann, dass sie nicht können. Die schaffen das nicht. Die schaffen nicht, davon wegzukommen. Dann gibt es das andere vielleicht, Alkohol. Ist auch eine Gebundenheit. Medikamente, Zigaretten, was auch immer. Einkaufssucht. Gibt es alles Mögliche. Und davon braucht man Befreiung. Und die bekommen wir vom Herrn. Und als ich so Christ wurde, dann hat man mir immer erzählt, naja, da ist vielleicht eine Tür offen. Und dann habe ich immer geschaut irgendwie, wo habe ich denn offene Türen und so. Und manchmal machst du eine Tür zu, aber dann ist vielleicht eine andere Tür offen und du weißt das aber gar nicht. Manchmal denkst du, du machst alles richtig, aber machst gar nicht alles richtig. Oder? Und was ist denn richtig? Was ist denn richtig? Das müssen wir alles erstmal rausfinden in der Bibel. Und dafür gibt es den Leib Christi. Dafür gibt es dann Älteste. Wenn jemand leidet, wenn jemand ein Unglück, das, ne, wisst ihr, das kann auch einem Pastor passieren, das kann sonst jemandem passieren, dass jemand auf einmal krank ist, dass jemand auf einmal irgendwo mit dem Auto was passiert. Ne? Kann alles passieren. Oder wenn Verfolgungen sind oder so. Ich will nicht diejenige sein. Es ist eine Glaubenssache. Das ist wahr. Aber wir sind alle, müssen wachsen im Glauben. Alle. Der eine im finanziellen Bereich, der andere im Gesundheitsbereich, der andere im Schutz und was auch immer irgendwo. Und warum sollte man nicht? Es ist gut, wenn wir, ne, wenn wir Babys sind und krabbeln und dann langsam laufen. Ne, wir müssen nicht immer unser Leben lang krabbeln. Wir sollen wachsen und wir sollen im Glauben so weit sein, dass wir immer in Gesundheit wandeln, dass wir immer in göttlichen Wohlstand wandeln und so weiter. Wir sollen wachsen, wir sollen erwachsen werden. Aber wiederum sagt die Bibel auch, dass der Gerechte 7-mal fällt. Also es kann sein, dass du mal stolperst und wenn du dann hingefallen bist, dass du jemanden brauchst, der dir wieder hochhebt. Und dafür ist der Leib Christi da. Amen. Und es ist nicht eine Schande, füreinander zu beten, sondern es ist ein Vorrecht. Selbst Paulus hat gesagt, betet füreinander. Ist doch eine tolle Sache, oder? Ich habe wann war denn das? Am Mittwoch habe ich ein, es kommt mir jetzt auch gerade wieder ein Lied vom Xavier Naidoo. Das andere weiß ich jetzt nicht mehr, aber ist ja wurscht, brauchen wir jetzt nicht. Aber der hat dann auch einen Song geschrieben, was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen. Das hat ja Gott so eingerichtet, dass wir es nicht alleine, dass wir einander brauchen, heißt ja auch noch im Korintherbrief. Wir brauchen einander. Weil du bist der Finger und ich vielleicht das Handgelenk. Und du könntest deinen Finger überhaupt nicht bewegen, wenn du kein Gelenk hast. Er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen und sie sollen für ihn beten und dabei
mit Öl salben im Namen des Herrn. Öl ist ein Zeichen auch für den Heiligen Geist. Und ich war lange Zeit dann auch immer mal so im Zwiespalt, weil auf der einen Seite der Canyon sagt, das ist nur für die Babys und es ist ja auch nur ein Zeichen, ne? Der Heilige Geist ist es, der das. Aber manchmal ist es gut, das Öl zu spüren und so weiter. Andererseits habe ich dann ich studiere auch nicht nur die Bibel, sondern auch die Männer Gottes oder Frauen, weil da können wir viel lernen von. Der Wigglesworth zum Beispiel, der hat gepredigt, der hat irgendwo volle Schmerzen gehabt, Blut sogar irgendwo, die ganze Unterwäsche. Und dann hat er mit dem Herrn geredet und hat gesagt, ich habe jetzt niemanden, der mich salben könnte, aber ich schütte mir jetzt selber mal Öl über den Kopf und hat sich selber gesalbt damit. Und danach war alles vorbei. Und es ist ja eine Anweisung. Und nicht diese so, naja, jetzt bist du ein Baby oder so. Und das Gebet des Glaubens, sag mal Glauben. Also es braucht ein Gebet des Glaubens. Und da heißt, und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken sozo. Das Gebet des Glaubens wird den Kranken heilen. Das Gebet des Glaubens wird den Schwachen aus einer Gefahr erretten. Das Gebet des Glaubens wird den Schwachen aus Bedrückung oder was auch immer retten. Das ist stark. Das Gebet des Glaubens. Aber wer glaubt denn jetzt hier? Der schwach im Glauben gerade ist? Nein. Sondern das in dem Fall das Gebet der Ältesten wird den Kranken retten. Und Jesus war auch nicht anders. Der Jesus hat seinen Glauben genommen und hat für die Leute gebetet. Und natürlich mussten sie an ihn glauben. Aber da ging es bam, 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 bam. Und ich glaube nicht, dass da nur lauter so Glaubenshelden bei Jesus in seiner Umgebung waren, dass die alle so gut empfangen konnten, sondern ich glaube, dass der Glaube von Jesus eine Rolle gespielt hat. Und das merke ich oft, wenn jemand krank ist, dann steht in mir was auf und dann betet Gott und dann glaube ich. Andererseits, wenn es um mich geht, dann ist es viel, viel schwieriger. Also für mich ist es viel, viel leichter, für jemanden zu beten. Ich wachse da auch hin, immer mehr. Aber das ist so einfach. Wenn jemand was hat, dann so die Liebe drängt ein, den anderen dann nicht leiden zu sehen und ihm zu helfen. Und dann heißt, und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Und es gibt viele Gründe, warum man manchmal schwach im Glauben sein kann. Manchmal kommen Leute, die kommen frisch aus der Esoterik. Ich war auch so eine. Voll verdreht in meinem Denken. Hab gedacht, ich weiß alles besser und wusste im Grunde gar nichts.
Und ich wollte eigentlich nur Gutes tun, nur Gutes den Leuten irgendwo. Und dann funktioniert es ja auch, weil der Engel des Lichts, der kommt ja auch nicht so, ich bin der Teufel und du mich gebraucht. So, es gibt auch Leute, die bewusst sich mit dem Teufel einlassen, aber viele in der Esoterik, die lassen sich gar nicht bewusst mit dem Teufel ein. Die wollen Gutes tun, die wollen geistlich, sind auf der Suche, haben vielleicht noch nicht Christen getroffen oder welche, die halt, ja, was auch immer irgendwie, aber auf jeden Fall wollten die Geistliches, suchen nach Liebe, wollen Gutes tun und dann kommen es halt, flutschen es da rein und dann machen es dies und jenes und bla und bis sie dann, und dann wirkt es ja auch, das wirkt ja auch, das Zeug. Bis sie dann irgendwann merken, oh, jetzt geht's im Bach runter. Und manchmal sind aber auch Leute voll durcheinander von falscher christlicher Lehre. Was die alles gelernt haben und wissen. Und was du denkst, oh Gott. Und solche Leute können sich nicht selber aus dem Loch rausholen. Oder es ist einfach eine satanische Unterdrückung, wo die frei davon werden müssen. Es gibt auch Leute, die vielleicht einfach so eine Erkrankung haben, ne, Alzheimer zum Beispiel. Denn ihr kannst gar keinen Bibelkurs mehr aufschwatzen, weil die verstehen das nicht mehr. Oder Koma-Patienten. Da braucht man dieses Gebet des Glaubens. Das machen wir auch immer, wenn wir hier zusammen beten. Ich liebe das, wenn wir hier zusammen beten. Weil wir heißt ja auch, einer schlägt 1.000 und zwei 10.000. Jetzt kannst du mal zählen. Und das, während ich das studiert habe, das hat mir eigentlich immer besser gefallen, weil das eigentlich auch die Einheit fördert und nicht irgendwo den Stolz. Ich stehe, ich weiß, wie es geht. Schon gut zu wissen, wie es geht. Aber wie gesagt, keiner weiß alles. Der eine hat Offenbarung über Finanzen und gibt das weiter, der andere über Heilung, der andere über Gerechtigkeit und alles sind wir an einem anderen Punkt und einander können wir lernen voneinander. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Also, das kommt ein bisschen schwer rüber, aber wie ich anfangs Christ wurde, dann haben sie mir erzählt, ich müsste jede Sünde immer allen erzählen, manchmal auch vor den ganzen Gemeinde irgendwie und alles Mögliche. Da kommst du manchmal gar nicht mehr fertig. Aber eigentlich sagt uns der Text, wenn du an jemanden gesündigt hast, dann bekenn ihm das. Und das macht auch Sinn, meiner Meinung nach. Bekenn dem anderen, hey, ich habe an dir gesündigt, entschuldige bitte, es tut mir leid. Passiert mal, dass wir maulen oder irgendwas, keine Ahnung, wie man halt. Und das soll man dem anderen dann bekennen. Hey, tut mir leid, sorry, habe ich jetzt nicht, oder was auch immer. Und dann eben das Gebet eines Gerechten. Heute Morgen haben wir davon schon gehört. Und da ist gerade viel Lehre drüber, wichtige Lehre, weil das Gebet eines Gerechten vermag viel heißt. Und das ist eigentlich das Christsein überhaupt. Der Gerechte lebt im Glauben.
der Gerechte herrscht im Leben. Aber die Bibel sagt auch, dass wir in der Gerechtigkeit wachsen. Das ist wahr, wenn wir zu Jesus kommen, dann werden wir geistlich die Gerechtigkeit Gottes, aber in unserem Wandel müssen wir hinwachsen. Und die Bibel schreibt hier von welchen, die in der Gerechtigkeit wandeln. Deswegen sind sie auch Älteste. Deswegen pickt der Heilige Geist ja Menschen aus, die vom Heiligen Geist erfüllt sind. Nicht nur, dass sie irgendwelche natürlichen guten Fähigkeiten haben, sondern Leute, die einfach zugenommen haben an Weisheit, an Gerechtigkeit und die da drin wandeln. Und die, wenn die beten, vermag es viel, wenn es ernstlich ist. Wow. Und dann gehen wir mal zum Matthäus. Und zwar Matthäus 9. Und er traf in das Schiff, fuhr hinüber und er kam in seine Stadt. Und siehe, da brachten sie einen Gelähmten zu sich, der auf einer Liegematte lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu den Gelähmten: Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Also da war einer, der konnte gar nicht mehr laufen, der war an ein Bett gefesselt oder Liegematte gefesselt. Und Geschwister brachten ihn zu Jesus. Und das ist eben eine der wenigen Stellen, wo nicht Jesus sagt irgendwo, dein Glaube, sondern als er ihren Glauben sah. Das ist genau das Gleiche wie im Jakobus. Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sei getrost und oder auch ermutigt, sei ermutigt. Deine Sünden sind dir vergeben. Der war krank. Und da haben wir in dem wieder so zu. Vergebung und Heilung ist eine Sache. Und der Jesaja-Brief, das schauen wir uns auch mal an. Vielleicht gehen wir da auch nochmal zurück. Das Jesaja 53, da wird das Leiden Christi beschrieben und das Werk am Kreuz. Und da heißt, dass ein Mann, der Schmerzen mit Leiden vertraut war, wie einer, vor dem man das Angesicht verbarg, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und das ist so der Hammer einfach, weil es heißt auch woanders, der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber bevor jemand stirbt,
kommt meistens auch eine Krankheit. Also Sünde und Krankheit gehören zusammen. Wie willst du mir jetzt sagen, ich bin krank, weil ich gesündigt habe? Die Bibel sagt, wir waren alle Sünder. Wir waren alle Sünder. Nicht, auch nicht einer. Alle waren Taugenixe und keiner war tauglich vor Gott. Wir sind so geboren. Und deswegen brauchte jeder von uns Erlösung. Das heißt nicht, weil jetzt einer besonders viel gesündigt hat oder was, ist er krank, sondern einfach, das bringt das mit sich. Irgendwann früher oder später wird einer, also kriegst du irgendwas, ein Sünder. Und deswegen hat Jesus die Sünden weggenommen. Und wenn die Sünden weggenommen sind, dann ist die Strafe auch weg. Und das findet man in beiden Texten, das findet man im Jakobusbrief. Und das findet man auch in dem Matthäus und im Jesaja. Und drum ist diese Gerechtigkeit. Und wenn eben jemand, ein Gerechter, also wenn jemand zu Jesus kommt, du bist die Gerechtigkeit. Aber natürlich kannst du, wenn wir, die Bibel sagt, wir sollen im Wasserbad des Wortes gewaschen werden. Da werden wir gewaschen. Aber es fängt einfach an, dass bei mir war es so, ich konnte bestimmte Dinge einfach nicht mehr tun. Und umso mehr ich, es ist natürlich wichtig, dass wir im Wort auch uns verändern lassen. Wenn wir das Wort nicht lesen, wenn wir den ganzen Tag nur Fernsehen schauen und was weiß ich irgendwie, dann wird sich nichts ändern in unserem Wandel. Dann sind wir solche, die irgendwann in den Himmel kommen. Aber wenn wir immer mehr das Wort, das uns wäscht, das Wasserbad des Wortes, und dann willst du bestimmte Sachen nicht mehr tun. Ich bin zum Beispiel, ich bin so gerne tanzen gegangen. Ich liebte es zu tanzen und ich liebe es immer noch zu tanzen. Und ganz am Anfang, als ich Christ wurde, dann habe ich das auch nicht gleich aufgehört. Bin nicht irgendwo nicht tanzen gegangen. Und dann, als ich ein bisschen gewachsen bin, dann habe ich gesagt, okay, Herr, ich gehe jetzt als Licht dahin. Und dann ist auch was passiert. Gott hat mich dann gebraucht. Und wenn mich Gott in die Disco schickt, dann gehe ich auch dahin. Weil die Kranken brauchen ja einen Arzt, die brauchen ja Jesus. Aber ich habe gemerkt, es kann mich nicht mehr befriedigen. Es gibt mir nichts mehr. Und es macht mir fast keinen Spaß mehr. Also, was nicht heißt, dass ich nicht gern tanze oder dass ich als Christ gegen Tanzen bin. Aber nicht dann in irgendwelchen verräucherten Läden, wo sich andere dann voll laufen und so weiter. Ich habe auch nichts gegen Alkohol. Aber wenn es die Leute kaputt macht. Und das ist es einfach, wo wir immer mehr einfach verändert werden. Dass wir auch in unserem ganzen Wandel heilig werden. Das ist aber auch, dass das Wort einfach in uns das bewirkt, dass wir das wollen. Er heißt auch, er bewirkt das Wollen und das Vollbringen. Auf einmal willst du bestimmte Dinge nicht mehr tun. Wenn man natürlich bestimmte Dinge immer wieder tut, dann kann man kommen, dann kann man die Leute frei beten. Und irgendwann habe ich, zu manchen sage ich auch,
Lies mal die Evangelien oder lies mal die Bibel. Wenn ich dich nur immer frei bete, damit du dann weiter vor dich hinsündigen tust, dann bringt's das nicht. Im Gegenteil, die Bibel sagt dann, die warnt uns sogar, wenn das Haus leer ist und frei ist und die Geister alle weg sind, dann muss das Haus gefüllt werden. Wenn nicht, wenn das leer ist, dann suchen die Geister zurückzukommen und bringen noch andere mit und dann wird es noch schlimmer. Also wenn jemand gar nicht das Wort bereit ist, dann manchmal ist es besser, dann eben nicht dieses Gebet zu beten, weil sonst wird es schlimmer. Aber es ist die Strafe ist mitgetragen. Und deswegen ist es so wichtig, es gehört zusammen, Sünde und Krankheit. Und wenn Jesus sagt, deine Sünden sind vergeben, dann sagt er gleichzeitig auch eben, sei ermutigt, deine Sünden sind dir vergeben, sei ermutigt, die Sünde ist weg und du bist auch gleich geheilt. Wow. Und in dem Jakobusbrief, ich meine, manche, wie gesagt, die wissen ja nicht immer gleich, dass sie, die wissen ja gar nicht, dass sie sündigen. Und ich will auch nicht, dass du anfängst jetzt zu Hause, wenn du irgendwas hast, ein Zipperchen, dass du dann zu Hause rumsuchst, wo könnte ich eine Sünde haben, weil das bringt dich nur in Gebundenheit. Sondern du sollst an die Gerechtigkeit glauben. Du sollst glauben, dass Jesus Christus deine Sünden am Kreuz getragen hat. Deine Sündennatur, deine Sündentaten, was wir heute gehört haben. Und die automatische Folge ist, dass wir immer gesünder werden. Wenn aber doch irgendwo ein Problem ist, aus dem du alleine nicht rauskommst, dann ruf die Ältesten und sie werden dich salben und werden das Gebet des Glaubens sprechen. Und das vermag auch viel. Und da habe ich auch das Wort, deine Sünden sind dir vergeben. Da steckt das Wort, Gott, immer gut, wenn man seine eigene Schrift lesen kann, Sebo drin. Und das ist das gleiche Wort für Scheidung auch. Du bist abgetrennt von deiner Sünde. An die gedenkt er nimmer, die ist weg, das ist wie Scheidung, selbe Wort, die sind weg. Und manchmal ist es so, im Leib Christi, eben weil, keine Ahnung, durch irgendwelche Lehren, die Leute versuchen, mir ging das damals am Anfang immer so, da hat man mich so in Gebundenheit durch Lehre und hat mir immer erzählt, naja, du bist halt noch nicht gesund, weil da muss ja noch eine Sünde sein und da muss ja das noch sein und da muss ja das noch sein. Und dann habe ich immer mehr gesucht und gesucht und gesucht, anstatt dass jemand mir gebetet hätte und dann irgendwann gesagt hätte, dir ist vergeben. Deine Sünden sind weggewaschen, du bist reingewaschen, du bist gerecht. Anstattdessen haben sie mich immer mehr in dieses Sündenbewusstsein irgendwo, wo ich als weltlicher Mensch noch irgendwie Spaß hatte, hatte ich es dann in dem Zustand dann gar keinen mehr. Ich war nur noch auf der Sünde nach Suche nach irgendwelchen Sünden und dann war ich richtig kaputt. Und obwohl ich ja Heilung von Jesus wollte, ging es mir dann noch schlimmer, als ich zu ihm gekommen bin.
Aber wenn die Gerechtigkeit, wenn die Offenbarung kommt, dass du ja die Gerechtigkeit bist, was wir dann auch im ersten Johannesbrief lesen, wer aus Gott geboren ist, der sündigt nicht. Ich meine, wow, ich bin ja, wie der, auch der Römerbrief sagt, ich bin ja der Sünde gestorben. Und dann kommen manche wieder eben und sagen, ja, ja, das ist ja nur im Geist. Aber, ja, aber. Freilich ist es im Geist. Sündigen Christen, ja, natürlich. Aber glückselig ist der Mensch, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Dass mal diese, und natürlich muss man auch dann Buße tun und umkehren und so weiter. Aber nicht dauernd mit diesen Verdrehten irgendwo. Wir sollen aufwachen im Leib Christi. Wir sollen vorwärts gehen, wir sollen die Ernte einführen und nicht dauernd um uns selber im Kreis rumdrehen, 40 Jahre lang. Jesus kam, um die Sünde der Welt auf sich zu nehmen. Die Sünde der Welt ist in Gottes Augen weg. Und die Sünde der Welt sollte mal in den Christenaugen weg. Und das sagt er auch, wenn ihr das Fingerzeigen mal weglasst, dann kommt die Heilung. Halleluja. Und da ist es nicht nur auch, wird ja auch immer so viel gepredigt, Vergebung, Vergebung, Vergebung. Aber da ist es auch, dass einer die Selbstvergebung, sich selber zu vergeben, weil genauso bei dir alles weggewaschen ist, egal was du gemacht hast. Das ist so wichtig, dass man selber sich verzeiht, egal was du gemacht hast. Heißt ja bei Gott irgendwo, ob es jetzt ein Mörder ist oder ein Lügner oder was auch immer, deswegen sagt die Bibel auch, redet nicht mehr drüber, das Alte ist vergangen, es ist weggewaschen, jetzt wächst Neues auf. Du bist neu, brandneu. Vergiss es, wie dein Vater dich behandelt hat oder deine Mutter oder was auch immer irgendwann mal passiert ist. Du bist raus aus deiner Seele, weil in Gottes Augen ist es schon längst am Kreuz. Und wenn wir ständig darüber reden, dann kommen wir wieder in Gebundenheit. Ja, naja, ich bin halt so, weil mein Vater irgendwie und lalala und bla bla bla. Ist doch so. Und dann erinnerst du dich wieder und deine Synapsen werden dann gebaut, anstatt die Synapsen, die werden, irgendwann werden die immer kleiner und kleiner, wenn sie nicht mehr gebraucht werden. Aber wenn du ständig darüber, wie arm und misshandelt und was weiß ich irgendwo, das ist es so. Und ein Baby, das kann man dann auch immer mal in den Arm nehmen und ja, ich hab dich lieb und ba, ba, ba und Flasche rein und jetzt trinkst du wieder ein bisschen Milch und dann und dann wieder streicheln und so weiter. Aber irgendwann brauchst du nicht mehr, dass man dir ständig das Köpfler krault, sondern es wird Zeit, dass du weißt, wer du bist. Du bist ein Sohn Gottes und eine Tochter Gottes. Und ob dich jetzt jemand das Köpfler krault oder nicht, das ist doch wurscht. Hauptsache, Jesus hat dich angenommen. Amen. Aber wenn du in irgendwas steckst, dann schäm dich nicht. Sondern dann ruf die Ältesten, lass sie kommen und dann schütten wir dir das Öl drüber. Und es wird den Sünder
dass du wieder klar denken kannst. Manche können ja nicht einmal, die sind so gebunden, dass sie in ihren Gedanken sogar irgendwie durcheinander sind. Aber wenn dann das Gebet des Glaubens, dann werden die befreit. Von was auch immer. Ob es jetzt körperliche Schwäche ist oder durcheinander sein oder Unglück oder egal. Und das ist eine richtig gute Nachricht. Das ist eine richtig gute Nachricht. Und jetzt habe ich es eben auch, diese beiden Sachen, was auf der einen Seite der Canyon gesagt hat, irgendwie, das ist richtig, aber auf der anderen Seite, dass man das in Anspruch nimmt und sich nicht schämen muss oder was auch immer, wenn man das braucht. Und dann können wir auch zusammen unseren Glauben für Menschen, die uns am Herzen sind und die durchs Dach zu Jesus bringen und unseren Glauben einsetzen, wo die versäumt haben vielleicht, was auch immer. Und dann sagt es, die Schriftgelehrten sagen, oh, schau mal, der lästert. Und da sah Jesus die Gedanken und sprach er, warum denkt ihr Böses in eurem Herzen? Was ist denn leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder zu sagen, steh auf und geh umher? Damit ihr wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand auf und ging heim. Und die Volksmenge sah es, verwunderte sich und pries Gott. Klar sind die Leute dann begeistert und preisen Gott, wenn sie sehen, wow, da ist ein Gelähmter, der auf einmal wieder laufen kann. Amen, Norbert. Und dann sagt er, dass er uns Vollmacht gegeben hat. Siehe, ich gebe euch Vollmacht in meinem Namen. Halleluja. Wem ihr die Sünden vergebt, steht auch irgendwo, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Und wenn wir sagen, dir ist vergeben, dann ist er auch gleichzeitig von der Strafe befreit, von der Folge der Sünde. Halleluja. Gott heilt nicht nur, sondern er vergibt. Gott vergibt nicht nur, sondern er heilt. Er will alles für uns. Er will, dass wir gesund sind. Sowas von gesund. Er hat ja die Schmerzen getragen. Es ist sein Wille. Es ist sein Wille. Es ist sein Wille, dass du von Sünden befreit bist, von Gebundenheiten befreit bist, von Süchten befreit bist. Gott könnte es ja egal sein, im Grunde könnte es ihm ja egal sein. Das habe ich neulich auch zu jemandem gesagt. Im Grunde ist mir das egal, ob du, was du machst. Und ich will dich nicht irgendwo kontrollieren oder beherrschen oder was auch immer. Aber wenn du das weitermachst, dann weiß ich, dass das dich kaputt macht. Und deswegen rate ich dir, schmeiß das Zeug im Mülleimer. Nicht um jemanden, oh, Gott will nicht oder so.
sondern Gott liebt dich so sehr, dass er möchte, dass du in all diesen Segnungen wandelst und nicht mit Dingen irgendwo dich beschäftigt, die dich kaputt machen, die deinen Körper kaputt machen oder die deine Gedanken kaputt machen. Hat nichts mit Kontrolle zu tun. Gott ist es wurscht, ob du dir 1000 nackte Frauen am Computer anschaust oder nicht. Also es ist ihm nicht wurscht. Aber er weiß, das macht dich kaputt. Und da ist der Punkt. Aber wenn du in irgendwas steckst, was auch immer, Gott kommt damit klar. Weil er ist zu die Sünder gegangen, zu die Säufer gegangen und er sagt, die Sünder brauchen einen Arzt und nicht die Gerechten. Wenn du in Gerechtigkeit wandelst, dann brauchst du das nicht mehr. Aber wenn du irgendwo schwach gerade mal bist, dann brauchst du das und brauchst du Befreiung. Und die biete ich dir heute an. Ich hab heute ein Öl mitgebracht. Und wenn irgendeiner ist, egal um was es geht, das ist heute kein Heilungsgottesdienst, es ist kein Befreiungsgottesdienst, sondern es ist ein Dir ist vergeben Gottesdienst. Und wenn du möchtest, dann salben wir dich mit Öl. Und du kannst ganz gewiss sein, dass dir vergeben ist, dass deine Sünden vergeben sind. Wenn du irgendwo belogen bist und immer wieder in dieser Verdammnis kommst, weil dich was gefangen hält, dann salben wir dich. Dass du weißt, ich bin ganz sicher die Gerechtigkeit Gottes. Dass du quasi nochmal ein Reset machst. Sag mal so, ne? Ja, Neustart. Weil manchmal ist es ja, wenn man dann zu lange Christ ist, dann schleppt man Sachen mit sich rum, wo man dann nicht weiß. Ja, naja, und manchmal erzählt einem ja dann der Teufel alles Mögliche. Ne? Kennt ihr das? Manchmal ist es so. Dann erzählt er dir, oh, ja, naja, du bist die Gerechtigkeit, aber du bist ja jetzt schon 20 Jahre Christ und in der Zeit hast du ja noch ganz viel gesündigt und so weiter. Was ist denn mit dem? Ja, von damals ist es natürlich, aber jetzt, bla, 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 bla. Wird Zeit, dass wir ihm den Mund verbieten. Und wenn du Heilung brauchst, dann salben wir dich auch. Ist jemand krank? Ist jemand schwach? Ist jemand gebunden? Halleluja. Und wenn du am Internet dabei bist, dann kannst du selber jetzt ein Öl nehmen. Aber wir beten dann mit dir. Möchte es jemand? Keiner muss sich schämen. Keiner. Keiner. Okay? Halleluja, Vater, wir tun, was du gesagt hast. Wir tun, was du gesagt hast. Kommst mal mit, Manfred? Komm her. Musst du da oben bleiben? Halleluja. Halleluja, Vater. Im Namen des Herrn salben wir den Martin. Und wir sprechen Gesundheit. Wir sprechen Befreiung.
sprechen Klarheit. Wir beten das Gebet des Glaubens über ihn. Wir sprechen dir heute zu, Martin, dass dir vollkommen vergeben ist. Ab heute vollkommen neu. Wir sprechen dir heute zu, dass du vollkommen gesund bist. Mein Körper, Geist und Seele. Halleluja. In Jesu Namen. Danke, Herr. Danke, Herr. Wir übergeben in dir und deinem Wort. Halleluja. Danke. In Jesu Namen. Vollkommen frei. Zur Freiheit hat dich Gott befreit. Und Jesus, du hast gesagt, du bewahrst sein Herz, seinen Verstand. Halleluja. In Jesu Namen. Sein Herz und sein Verstand. Danke, danke. Was dann noch mal vor, was dann? Halleluja. Was dann noch mal vor, was dann? Lambos tu ja mehr, aber sonne war vor. Halleluja. Vater, wir beten das Gebet des Glaubens über Nigel. Halleluja. Danke. Wir sprechen über Nigel. Dir ist vergeben. Halleluja. Wir sprechen. Du bist geheilt. Von Kopf bis Fuß. Gura basa nama forbasto. In dem Namen von Jesus Christus muss alles gehen.